Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen FLIFE Universe Video. Heute geht es um das Achievement System. Das Achievement System findet ihr standardmäßig unter Taste R und habt ihr auch eine kleine Introduction. Es gibt viele Arten von Aufgaben, tägliche Belohnungen, zeitlich begrenzte Events, Account-weite Errungenschaften etc. Vervollständige sie und du wirst verschiedene Belohnungen wie Gegenstände, Titel, Angriffsboni, Penya oder Bonus-F-Coin erhalten. Und ja, mit diesem Text wollen wir starten, weil das ist tatsächlich eigentlich falsch, wenn man es ganz genau nimmt. Weil das stimmt tatsächlich nicht. Also es gibt zwei Belohnungen von den Achievements. Eine Belohnung ist unter, und das ist auch der erste Tipp, den ich euch geben will, schaut unbedingt mal nach, weil das bestimmt einige Leute nicht wissen, vor allem Anfänger wissen das immer nicht. Klickt mal Taste R, allgemein und dann auf Level. Für verschiedene Levelstufen gibt es bei den Achievements Inventarplätze als Belohnung. Die werden hier gar nicht gelistet zum Beispiel. Und das ist insane, weil wenn man das alles zusammenrechnet, das sind sehr viele Inventarplätze, die man hier nur fürs Level bekommt. Alles, was man machen muss, ist verschiedene Level zwischen 60 und 120 erreichen und bekommt diese Inventarplätze quasi einfach automatisch, wenn man auf Abholen klickt. Also man bekommt sie nicht ganz automatisch nur fürs Erreichen des Level. Man muss das Level erreichen und dann auch auf Abholen klicken, aber ansonsten muss man nichts weitermachen. Also das ist schon mal cool, das ist Belohnung Nummer 1, die man hier bekommen kann. Und tatsächlich die einzige andere wirkliche Belohnung sind die Monstertitel. Und diese Belohnung ist quasi ein Angriffsbonus gegen verschiedene Monster. Also wenn ihr verschiedene Achievements im FLIFE Universe abschließt, dann bekommt ihr meistens Titel in irgendeiner Form, selten Items, eigentlich nie Items. Und wie gesagt, das eine sind die Inventarplätze und das andere ist der Monsterbonus. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier in dem Fall 544 Eyebirds auf dem Account getötet und habe deswegen einen Angriffsbonus von 15% gegen, von 14% gegen alle Eyebirds. Von 12% Level 4 wollte ich eigentlich sagen, nicht 14%. Sieht man immer hier oben rechts, was gerade der aktive Bonus ist. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend, weil hier steht jetzt zum Beispiel Level 5, aber das ist halt nur der Fortschritt von Level 5. Ich bin auf Level 4. Aber hier links steht halt Level 5, deswegen ist das manchmal so ein bisschen verwirrend. Aber hier seht ihr immer, welcher Bonus tatsächlich gerade aktiv ist, in dem Fall 12%. Aber ja, worauf ich hinaus will, ist im Endeffekt, es gibt dieses Achievement-System und es ist auch ziemlich cool. Aber die einzigen Belohnungen aktuell, entgegen dem, was hier steht, ich meine, hier steht weiß auf schwarz tatsächlich etwas, was nicht stimmt, fehlt ein bisschen was. Also meiner Meinung nach könnte man dieses Achievement-System noch krass ausbauen. Ich zeige euch auch gleich, wie das ungefähr aussehen könnte, an einem Beispiel von FLIFE PC von einer früheren Version. Aber was ich hier auf jeden Fall schon mal sagen möchte, ist, wie gesagt, das Achievement-System an sich ist cool, aber es ist noch extrem verbesserungswürdig. Meiner Meinung nach ist es schade, dass sie aufgehört haben, überhaupt großartig an diesem Achievement-System zu arbeiten, weil sie haben es damals ins Game gebracht, als es noch nicht released war, als es noch in der Entwicklungsphase war, damals noch Project M hieß, und haben dann irgendwann gefühlt einfach aufgehört, hier überhaupt was dran zu machen. Also sie haben zwar noch neue Achievements und so hinzugefügt, die aber alle mehr oder weniger ziemlich belanglos sind, also zum Beispiel hier die Master-Achievements. Ja, okay, du kriegst halt das Master-Symbol und das war's. Wow. Okay, krass. Ja, das ist nicht wirklich viel und ich finde es einfach schade, es ist eine verschwendete Möglichkeit. Und auch zum Beispiel bei den Monstern finde ich persönlich, es ist ein bisschen blöd, dass man hier zwar 15% Angriffsrate bekommt, aber was ist mit Klassen, die vielleicht nicht unbedingt nur Angriffsrate wollen? Also hier wäre es zum Beispiel auch cool, wenn es nicht nur Angriffsrate, sondern auch Verteidigung geben würde. Oder man könnte wählen zwischen verschiedenen Boni. Du könntest wählen zwischen Angriffsrate oder du bekommst weniger Schaden oder vielleicht sogar Droprate. Also dass man hier noch so ein bisschen eine Dynamik reinbringt, nicht einfach nur mehr Schaden machen, sondern man kann sich vielleicht aussuchen, welchen Bonus man haben möchte, wenn man eine gewisse Anzahl von Monstern getötet hat. Übrigens muss ich noch korrigieren, tatsächlich bekommt man bei der Errungenschaft Held, wenn man Level 125 Master erreicht, beziehungsweise wenn man Hero erreicht, bekommt man noch die zusätzliche Stat-Page, aber das ist jetzt eigentlich nicht wirklich an die Errungenschaft gebunden, sondern vielmehr an das Quest-System, was dahinter liegt. Aber anscheinend bekommt man die als Errungenschaft tatsächlich diese Stat-Page, was ich irgendwie weird finde, aber ist ja egal. Auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal zum Eingang zurückzukehren. Hier steht, vervollständige sie und du wirst verschiedene Belohnungen wie Gegenstände, falsch, Titel, ja, Angriffsboni, ja, Penya, falsch, Bonus-F-Coin, falsch. Also die Hälfte der Sachen, die hier steht, ist einfach schlichtweg falsch. Zeigt quasi, was sie ursprünglich damit vielleicht mal geplant hatten. Ja, ich meine, Penya ist jetzt vielleicht eine dumme Belohnung, ganz ehrlich, die sollten es, also, ja, würde es auch nicht so viel Sinn ergeben. Aber Bonus-F-Coin zum Beispiel, das wäre richtig cool.
oder eben auch Gegenstände. Ja, wie gesagt, die fehlen auch. Also finde ich ein bisschen schade, verschwendetes Potenzial. Und jetzt gucken wir uns eben an, was man noch alles daraus hätte machen können. Und zwar sind wir jetzt im OG Flyff Wiki und haben hier die Achievements. Hier steht auch, the Achievement Shop is no longer active, however the article will remain for past reference. Was dieser Achievement Shop ist, ist tatsächlich einfach ein mehr oder weniger gleiches System. Also ich denke auch, das Flyff Universe Achievement System ist ein bisschen daran angelehnt. Ich meine, gut, ein Achievement System ist jetzt immer ein bisschen ähnlich. Aber es hat auf mich damals so gewirkt, als hätten sie sich so ein bisschen das hier als Blueprint vorgelegt und dann ihr eigenes System drüber gehauen. Und auch die Grundidee, wie gesagt, mit den Items, Gegenständen, Bonus, F-Coin, Penya etc. klingt sehr nach so einem System hier. Und zwar haben wir hier die Achievements, zum Beispiel Complete Any of the First Job Changes. Und dann kriegt man solche P-Chips. Ja, was sind P-Chips? Ehrlich gesagt, keine Ahnung, wofür das P steht, aber ist ja egal. Auf jeden Fall hast du da eine neue Währung eingeführt, ja, eine Währung, die man für Achievements eben bekommt. Complete Acrobat Quest, 10 Chips, erreicht Level 40, 50 Chips, macht die Night Job Quest, 125 Chips, bla 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 bla. Außerdem ist auch hier, auch interessant, auch wieder etwas, was bei Flyff Universe ebenfalls so ist, One Character on Your Account. Also es gibt Account-gescherte Achievements, damals in diesem System und in Flyff Universe heute noch, die Monster Achievements zum Beispiel, die sind auch Account-geschert. Also wenn man es mit einem Charakter abschließt, zählt es für alle Charakter auf dem Account. Und hier ist es halt auch so, wenn du einmal Psykeeper Quest damals gemacht hast, dann hat es halt für alle auf dem Account gezählt. Danach hast du quasi keine P-Chips mehr bekommen, wenn du es nochmal gemacht hast mit einem anderen Charakter. Ja, und so hast du halt hier Tausende oder Hunderte bis Tausende von diesen P-Chips gesammelt. Master erreichen hat sehr viele Punkte gegeben. Hero erreichen hat extrem viele Punkte gegeben. 5000 Spielstunden hat extrem viele Punkte gegeben. Und so weiter und so fort. Und dann hattest du eben einen Achievement-Shop, ja, also du hast Achievements erreicht und dann hast du da eben, oh, by the way, der Titel heißt sogar genauso, ne, Flyff Fanatic, den Titel haben sie auch in Flyff Universe übernommen, by the way. Und ja, dann hattest du eben diesen Achievements-Shop und hier konnte man diese P-Chips eintauschen gegen Belohnungen. Da gab es zum Beispiel CS-Pads, Dragon Cloak of the Infinite, also Cloaks, Items, die man tatsächlich benutzen kann. Hier sind dann noch CS-Items, Fluggeräte, Transis, Upcut Stones, also Power-Ups, ja, Food-Items und so weiter. Ich sag mal so, die Belohnungen sind jetzt auch nicht Non-Plus-Ultra, aber es kommt auf jeden Fall näher in diesem Sinne, Bonus-F-Coin oder Gegenstände, dass du hier tatsächlich auch was damit machen kannst. Und wie gesagt, ich finde einfach, es ist sehr stark angelehnt, also das Flyff Universe Achievement System an dieses System. Nur als hätten sie mittendrin aufgehört und vergessen, dieses Belohnungssystem noch einzufügen, weil das fehlt uns bei Flyff Universe so ein bisschen. Ja, wir haben die Angriffsboni von den Monstern, aber wenn man die mal ausklammert, sind alle weiteren Achievements, abgesehen von den Inventarplätzen der zweiten Statpage, komplett nutzlos. Also mindestens mehr als die Hälfte der Achievements sind mehr oder weniger, abgesehen von den Titeln, die man natürlich bekommt, also ich meine, jedes Achievement gibt in Flyff Universe einen Titel, aber ganz ehrlich, oder ein Abzeichen, je nachdem. Aber ich meine, ganz ehrlich, Titel und Abzeichen sind schön und gut, aber die meisten Spiele machen es so, dass man von den Titeln auch tatsächlich noch zusätzlichen Bonus bekommt oder so, was zum Beispiel bei den Food-Titeln wiederum nicht so ist. Also viele Titel in Flyff Universe sind ganz cool, aber sie bringen effektiv nichts. Weder eine direkte Abschlussbelohnung, noch einen permanenten Bonus wie die Angriffsboni von den Monstern. Es sind wirklich diese Monster-Achievements, um die sich alles dreht und alles andere spielt leider fast keine Rolle. Und eine weitere Sache, die mich persönlich so ein bisschen stört, ist von der Logik her, also einfach nur um das nachzuvollziehen. Also wir haben jetzt ja gerade angeschaut, wie das System damals funktioniert hat, im Sinne von, ja, du hast einen Account, auf dem Account machst du verschiedene Erfolge und wenn du diese Erfolge erledigt hast, dann ist das für den Account abgehakt. Und bei den Monster Achievements, das habe ich ja glaube ich schon gesagt, haben wir es ja auch so in Flyff Universe, dass die Monster Achievements tatsächlich für den gesamten Account zählen. Ja, ist cool. Allerdings ist es nur bei den Monster Achievements so. Und das ist halt so eine Sache, die irgendwie von der Logik als Spieler kaum zu begreifen ist eigentlich, weil die Monster Achievements, die bringen einem ja, wie schon mehrmals erwähnt, eigentlich als einziges wirklich einen coolen Vorteil oder einen krassen Vorteil mit dieser 15% Angriffsrate gegen diese Monstergruppe, wenn man Level 5 erreicht. Neben dem Titel natürlich, also Titel bekommt man hier für alles basically. Aber dann haben wir zum Beispiel noch die Kategorie Verbrauchsgegenstände und diese Titel hier, die sind nicht Account-geshared. Und der Unterschied ist aber, sie bringen uns auch nichts. Also wie gerade schon gesagt, die geben uns nur einen Titel, die geben uns keinen permanenten Bonus irgendwie im Sinne von mehr Heilung durch dieses Food oder
wenn ich dieses Food benutze, habe ich für eine Minute lang 5% mehr Angriff oder 5% mehr AP oder was auch immer. Gar nichts. Und obwohl wir hier gar nichts bekommen, sind sie trotzdem nicht account-geshared. Und das ist so etwas, wo ich persönlich sage, das ergibt einfach überhaupt keinen Sinn. Also, es ist ja gut so, dass die Achievements, also ich sage jetzt ja nicht, dass die Monster-Achievements nicht account-geshared sein sollten. Was ich sage, ist lediglich, warum zum Teufel sind die Achievements, die uns keinen Vorteil bringen, nicht account-geshared? Und die, die einen Vorteil geben, schon. Das ergibt einfach keinen Sinn von der logischen Perspektive. Abgesehen davon kann man auch wirklich argumentieren, diese Food-Titel sind eigentlich schwieriger als die Monster-Titel, weil, ich meine, was machst du in FLIFE oder in FLIFE Universe? Du läufst rum und tötest Monster. Fast die ganze Zeit. Ich meine, das ist literally der Sinn von dem Spiel, dass man rumläuft und Monster tötet. Das heißt, diese Monster-Achievements, vor allem, wenn man mehrere Charakter auf dem gleichen Account spielt, die erledigen sich irgendwann mehr oder weniger von alleine. Das ist einfach automatisch bedingt, dass du irgendwann alle Achievements hast. Vor allem, je mehr Charakter und je länger du spielst. Bei den Food-Titeln ist es so, naja, ich meine, Lollipop, warum zum Teufel sollte man 200.000 Lollipops fooden? Das ist ein schlechtes Food. Das würde man, wenn dann, wirklich nur für den Titel machen. Das gleiche gilt für fast alle Low-Foods. Und dann gibt es ja noch die Foods, die man nicht von einem NPC kaufen kann, wie zum Beispiel Orange Juice. Bei Orange Juice wäre das Problem, du musst erstmal 200.000 Orange Juice sammeln und dann musst du sie auch noch fooden. Aber diese Orange Juice, die kannst du eben nicht kaufen, die musst du von Monstern erstmal sammeln. Das heißt, du musst, was weiß ich, 1,5 Millionen Burudengs töten, die dann wiederum Orange Juice droppen, damit du dieses Achievement überhaupt machen kannst. Das heißt, vom Schwierigkeitsgrad her ist das insane und trotzdem ist es nicht account-geshared. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ergibt einfach vorne und hinten keinen Sinn. Und das ist auch so etwas, was mich persönlich ein bisschen stört. Aber eben auch die Tatsache, dass selbst wenn man es dann abgeschlossen hat, hier zum Beispiel eine Naschkatze, hätte ich halt dann irgendwie trotzdem auch gerne einen Bonus. Vor allem, wenn sie eben nicht account-geshared ist und umso schwieriger ist, dann wäre es ja noch entzückender, wenn man hier tatsächlich auch eine Belohnung dafür bekommen würde. Und wenn ihr mich fragt, dann haben die das einfach vergessen. Hier steht ja literally verschiedene Belohnungen, von denen es die Hälfte nicht gibt. Also ganz ehrlich, ich glaube, die haben das einfach vergessen oder sich irgendwann dafür entschieden, ach, das machen wir doch nicht, haben aber leider den Text da nicht entfernt. Und das ist immer wieder, wenn man da so draufklickt, wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt, wenn man so ein bisschen drüber redet und wenn man sich eben anguckt, damals schon, vor ewig vielen Jahren in FLIFE PC, in FLIFE Online, hatten sie basically ein sehr ähnliches Achievement-System, aber hatten tatsächlich ein Belohnungssystem, dass du dir auch tatsächlich für die Achievements immer eine Belohnung eintauschen konntest. Und das waren auch Premium-Items, das waren Power-Ups, das waren Fluggeräte, das waren CS-Pads und so weiter. Also auch Belohnungen, wo man sagen kann, von der Value her nicht schlecht. Zugegebenermaßen, in FLIFE PC gab es nicht diesen Angriffsbonus. Okay, fair enough. Aber der Angriffsbonus ist halt leider beim Achievement-System von FLIFE Universe das einzig Positive. Literally alles andere ist einfach genauso nutzlos wie damals die meisten Achievements in FLIFE PC ohne dieses Achievement-System oder ohne den Achievement-Shop. Den gibt es ja leider nicht mehr. Genau. Und ja, das war so ein kleiner Exkurs zu den Achievements. Wie gesagt, vergesst auf jeden Fall nicht diese Achievements mit den Inventarplätzen. Die werden da auch lustigerweise gar nicht erwähnt. Finde ich auch ganz interessant, weil das eigentlich für mich fast das Wichtigste ist, aber die werden da nicht mal erwähnt in dem Text. Aber egal, auf jeden Fall holt euch die auf jeden Fall ab. Und solltet ihr jemals Hero werden, dann vergesst nicht eure zusätzliche Statpage. Aber ansonsten könnt ihr das Achievement-System mehr oder weniger ausblenden. Alles andere ist passiv und bringt euch sowieso nichts, beziehungsweise müsst ihr auf jeden Fall nichts aktivieren und an nichts denken. Also das ist halt leider, wie gesagt, sehr schade und meiner Meinung nach extrem verschwendetes Potenzial. Auch zum Beispiel hier könnte ich jetzt irgendeinen Titel ausrüsten. Gut, von einem Monster macht natürlich grundsätzlich keinen Sinn, weil die Monster-Titel bringen uns ja so schon einen Bonus und sind passiv. Aber auch die Master-Titel bringen nichts, die geben mir keinen Damage oder keine HP oder irgendwas. Wenn ich irgendwelche Food-Titel hätte, die würden mir auch nichts geben. Also ist einfach sehr schade. Damit sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst mir eure Meinung gerne in die Kommentare, was ihr von dem Achievement-System haltet, was ihr denkt, was man verbessern könnte, was ihr euch wünschen würdet. Und vielleicht sehen wir ein paar Änderungen in der Zukunft. Bis zum nächsten Mal. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Und haut rein. Ciao, ciao.